Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Revelio. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Revelio! Revelio.
Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Revelio! Revelio. Zauberkunst ungeheuer! Nichts geht über Stuhl, denn Feuer! Revelio! Hallo nochmal. Warst du schon beim Honigtopf? Hallo, Gareth.
Ich habe die Billywick-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Gerne. Hier hast du sie. Genial. Kann's kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Thank you.
Wer hier wohl wo? Revelio. Alohomora. Revelio. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Würden Sie mir etwas über sich erzählen? Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield, aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Eine Diebin namens Catherine Haggerty läuft frei herum. Eine Erschwinderin. Sie stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Leute haben genug. Catherine versteckt sich südwestlich der Stadt. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit... Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor... Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen?
Ranrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder.